Juhu, endlich wieder etwas Black Flag spielen. Quatsch. Ist ja nicht ganz so lange her. Nicht. Oh, ausnahmsweise mal keine Piratenkollegen finden. Ja, ich habe Black Flag durchgespielt. Freue ich mich auch schon irgendwie. Klein wenig. Die Sache ist einfach die, warum ich jetzt immer noch ein bisschen spiele, das heißt ein bisschen. Handelt uns für Abschau, was? Komm her, erklären wir. Ihr schreckt uns nicht. Ja, ich habe erst 55% vom kompletten Spiel geschafft. Von daher bleibt ja noch genügend Gelegenheit, ein bisschen was zu spielen. Dafür tun. Und wieso ist das Gebiet wieder rot? Geldgewinn gering. Ja gut. Kann man gleich mal gucken. Die Sache ist hier zum AMD. Ich habe hier noch zwei Gebiete, die ich einnehmen kann. Die muss ich noch machen. Da bin ich mal gespannt. Das wird mir leid, was nach vorne bringen. Oh, schöne Reise. Klar, die ganzen Truhen und ähnliches werden mich sicherlich auch noch ein bisschen weiterbringen. Habe ich das hier echt nicht erforscht? Hallo? Nicht synchronisiert tatsächlich. Kann ich hier hinreisen? Schöne Reise. Studium. Ja, ich meine, ich möchte es ja gerne etwas aufholen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man für 100% machen muss. Ob ich auch legendäre Schiffe besiegen muss, sollte, wie auch immer. Sonst bin ich immer ganz nah dran. Mal hier. Ich muss hier irgendwo hinkommen. Die Frage ist, ist da noch irgendein anderer Aussichtsturm? Hier komme ich auch nicht ran. Gut. 134 Meter. Scheint hier wohl zu sein. Steuerruder verlassen. Juhu, ich bin im Meer. Ach komm. Schwimm schneller. Frage, wie wir da gleich hochkommen werden. Ob wir noch einen netten Besuch bekommen werden von Piratenfreunden. Oder, ja, eher wahrscheinlich nicht Piratenfreunden. Das so viel Gefühl, hier war ich schon mal. Ich bin auf irgendeine andere Mission. Da wollte ich mir wahrscheinlich schon mal synchronisieren, da war es mir aber zu doppelt für. Ja, da war bestimmt irgendwas. Da war ich, glaube ich, hier auf irgendeiner Mission. Ach man, ich hatte schon wieder keine Lust drauf, auf Teufel komm raus, da durchzuspazieren. So, wo ist denn der dabische Scharfschütze?
Warnung, Sperrgebiet. Ja, gut. Ich glaube, ich komme noch nicht drum herum. Gut. So, mal gucken, ob jemand kommt. Sonst mache ich den da oben definitiv einen Berserkerpfeil. Soll doch gerade runterkommen. Ja, super. Das würde mich jetzt mal interessieren, was passiert? Da springt der herunter. Läuft, und wenn er runterspringt, läuft er dann zu mir oder zu den anderen. Zup, einfach mal ins Bein geschossen. Passiert. Enemigo a tiro, señor. Hätte ich den anderen zuerst erschießen können? Hey, das leider. Fällt das echt runter? Kann ich den anderen noch erschießen? Genau den. Ich glaube, das sind die zwei hartnäckigsten. Kann ich die anpfeifen? Ich glaube nicht mehr. Gut. Ah, nein. Faust wird ja auch nicht. Gut. Alles kurz und knapp. Ja gut. Ist irgendwie nach da oben. Ich glaube, ich muss noch ein Stückchen nach oben. Ah, vielleicht bin ich hier auch hängen geblieben. Hat da keine, irgendwann keinen Nerv mehr zu. Gut. Komm ich da hoch? Nein. Ja, vielleicht komme ich von der anderen Seite hoch. Kann ich hier auf der Karte irgendwo sehen? Hey, war ja klar. Gut, das war vielleicht nicht ganz so geschickt. Gebe ich zu. Vielleicht kann ich da runterspringen und komme dadurch weiter. Ich habe schon gedacht, an irgendwas muss es ja gescheitert sein, dass ich da keinen Nerv drauf hatte. Ich hätte vielleicht mir anschauen können, wo es da weiterhin geht. Aber gut. Puh. Fast daneben gesprungen. Ui. Gut. Ich will etwas weiter haben. Ui, ein Fragment. Aber sonst würde ich gerne irgendwann mal nach da oben wollen. Jetzt bin ich gleich im nächsten Sperrgebiet. Prima. Okay, das könnte ich auch noch machen. Das ist mir spontan interessiert. Oh, das ist toll. Gleich versteckt. Hui.
Ja, ist nicht schön, ich weiß, aber... Sich selbst verprügeln lassen ist auch nicht toll. So. Jetzt bin ich schon mal hier drin. Rein theoretisch irgendwie die Truhe sein. Stimmt, auf der anderen Seite von der Mauer. Sehr witzig. Ich weiß auch nicht, wie ich vor dieser Truhe stehen muss. Ah, Moment. Ja, wenn du schon so toll springen kannst, gleich nochmal. Genau. Hui. Die nächste Truhe scheint aber da unten irgendwo zu stehen. Gut. Da würde ich doch eher sagen, ich mache jetzt erstmal das Maya-Gedöns. Ich muss ja wahrscheinlich... fürs Maya wahrscheinlich eh wieder nach unten. Kann ich auch gleich die Aussichtsplattform machen. Klettern. Interaktion. Ha. Gut. Ist mal die Frage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ah, guck mal. Okay. Toll. Aber erst die Aussichtsplattform. Hm? Ja, war dann doch zu weit. Ja, ich war dann auch von dem nichts Unmögliches. Ich weiß zwar relativ viel, aber... Mist. Oder? Ach, das ist der Baum. Ja, da ich hier trotzdem erstmal hier oben hin muss. Ich würde immer so, wenn es diese Einkerbung hat. Immer so ein bisschen Bammel, was das Runterspringen angeht. Naja, wie gesagt, eigentlich wollte ich nur, dass er da lang springt. Das Blöde ist, hängen lassen bringt da auch nicht viel. Ja, das schneller. Komm. Wo bin ich? Ah, ich tue die komplett hier alles. Finde ich gut. Finde ich gut. Gleich nochmal. Okay. Gut. Spontane Einlage, ja. Hängen. Oh, geht das? Ja. Nein! Hey, du solltest dich hängen lassen und nicht fallen lassen. Geht zwar recht nah beieinander, aber es ist ein kleiner Unterschied. Das sind halt so Sachen, die mich auch schon bei der Hauptmission teilweise ein bisschen aufgefallen haben. Weißt du, da habe ich keine Lust gehabt, Hauptmission weiterzumachen. Habe gedacht, komm, ich bereite mich etwas vor.